Herr Velagic, die Jugend ist unsere Zukunft. Wie steht es denn um die Gewichtheberjugend in unserer Region? Ja, wir haben hier in unserem Umkreis ein paar gute Vereine, die gute Jugendarbeit betreiben. Und ich bin sehr froh drum. Und ich leite in Leimen, am Bundesstützpunkt Leimen, bin ich der Bundesstützpunkttrainer und bin sehr froh, dass die Kaderathleten auch bei mir das Training besuchen. Was machen Sie persönlich, um die Jugend ans Eisen zu holen und da auch zu halten? Ja, ich versuche, die Trainingseinheiten interessant zu gestalten, das Gewichthebertraining und das Athletiktraining für die Kinder spannend zu machen, wo sie sich an manchen Übungen gegenseitig messen können. Und das Training ist auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Spaß verbunden. Der Sport hat einen Hotspot oder mehrere, Leimen, Speyer, Mutterstadt, sagt man. Warum ist das so? Warum sind diese Orte Hotspots? Ja, da wird anscheinend gute Arbeit getan, geleistet. Man sucht nach Talenten und da, wo ein paar Gewichtheber sind oder Jugendliche sind, wollen die anderen natürlich das auch machen und deswegen sind die Vereine ganz gute Hotspots fürs Gewichtheben. Ja. Es gibt immer wieder leider auch Vorwürfe, Dopingvorwürfe, die den Sport dann auch ja einnehmen. Und es wurde schon auch durch Jürgen Spieß zum Beispiel vor kurzem auch Alarm geschlagen. Wie stehen Sie diesen Vorwürfen gegenüber? Ja, das ist natürlich diese negativen Nachrichten in unserer Sportart, die immer wieder unsere Sportart, sage ich mal, negative Schlagzeilen drücken und da ist es auch für uns Trainer oder für die Leute, die für sauberen Sport kämpfen, sehr, sehr schwer auch nach außen dann irgendwie die Sportart positiv zu präsentieren und das Ganze komplett auch auszublenden. Könnte es sogar so weit führen, dass die Sportart irgendwann mal von Olympia ausgeschlossen wird? Wie stehen Sie dazu? Ja, die Chancen sind natürlich da, ja, und das hoffen wir aber natürlich nicht, dass das eben eintritt und dass das passiert, weil dann wären bei uns ganz extreme Kürzungen, sowohl für die Trainerjobs, auch für die Perspektiven der Athleten und so weiter, wo die Athleten dann die Sportart dann nicht mehr unter professionellen Bedingungen durchführen könnten. Da wären die Bundeswehr-Sportfördergruppenplätze wären wahrscheinlich gestrichen oder bei der Polizei die Sportfördergruppe und auch bei uns beim Bundesverband die Trainerstellen. Und da hoffen wir natürlich, dass wir olympisch bleiben und werden natürlich bis zur letzten Sekunde darum kämpfen. Das hoffen wir natürlich auch, weil es natürlich auch ein sehr traditionsreicher Sport ist. Vielen Dank, Herr Velagic, für Ihre Zeit. Dankeschön.